Wenn man als über 50-Jähriger in den Sport einsteigt, in den Fitnesssport, ist das Wichtigste, dass man so viel wie möglich Sport macht. Am besten ist jeden Tag 2 Stunden Sport. Da kann man alles erreichen. Man kann den ganzen Körper verändern, man erhöht die Leistungsfähigkeit, man betreibt die tollste Anti-Aging-Kur. Das ist so überhaupt nicht richtig. Warum? Weil wir den wichtigsten Faktor vergessen haben, den allerwichtigsten Faktor, und dieser Faktor ist die Küche. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Riembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute ist ein sensibles Thema an der Reihe für den einen oder anderen. Warum? Wenn wir schon über 50 sind, dann haben wir schon in der Regel 40 Jahre, 35 Jahre ein gewisses Essverhalten, eine gewisse Routine uns angeeignet, und da sollen wir jetzt aussteigen. Das heißt, daran sollen wir jetzt arbeiten. Und warum wir daran arbeiten sollten, das werde ich jetzt kurz erklären. Ganz einfach. Es gibt eine tolle Formel, die heißt 21 gegen 3. Ganz einfach. Wir haben in der Woche 7 Tage. Wenn alles gut läuft, sollten wir pro Tag 3 Mahlzeiten zuführen. 3 ausgewogene, soweit möglich artgerechte und bedarfsgerechte Mahlzeiten. Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Wir haben bei 3 Mahlzeiten a 7 Tage 21 Mal die Möglichkeit, was richtig oder was falsch zu machen. Im Verhältnis dazu haben wir 3-mal im Durchschnitt Zeit. 3-mal haben die meisten im Durchschnitt Zeit. In der Woche ca. 45 bis 60, vielleicht sogar ein bisschen länger Sport zu machen. Jetzt kommt folgende Rechnung. Mit einer Einheit Sport, wenn man gut ist, sagen wir mal im Durchschnitt, ist natürlich abhängig von der Muskelmasse, von der Körpergröße, auch ein Stück weit eben auch noch vom Alter, ob man jetzt 60 ist, 65 oder 55 ist, und vom Berufsbild, was man den ganzen Tag so macht, schaffen wir, gehen wir mal von glatten 400 Kalorien pro Tag aus. Frauen vielleicht etwas weniger, stärkere, muskulöse Männer etwas mehr. Jetzt gehen wir mal pauschal von 400 Kalorien aus. Es sind 3x4, bei 3 Trainingseinheiten der Woche habe ich, wenn alles gut läuft, 1200 Kalorien eliminiert. Das Energie, was ich zusätzlich durch meinen Sport verbraucht habe. So, und jetzt kommt die Gegenrechnung. Jetzt nehmen wir mal eine Pizza, so eine richtig schöne, fette Pizza. Mit viel Käse drauf, mit Salami drauf. Was haben wir? Zwischen 1200 und 1400 Kalorien. Was sagt uns das? Mit einer Pizza schaffe ich es, meinen kompletten Energiehaushalt über den Haufen zu werfen. Das heißt, alles, was ich bei diesen 3x Trainingseinheiten geschafft habe, habe ich mit einer Pizza eliminiert. Wenn es um die Kalorien geht, es geht nicht darum, dass wir Sport betrieben haben. Das bringt ja auch was, Bewegung, Mobilität. Aber es geht jetzt darum, nur um die Energieverwertung. Und viele, die über 50 sind, die fangen ja mit Sport an. Natürlich einerseits wegen der fehlenden Fitnessleistung, wegen der schlechteren körperlichen Verfassung in Form von Leistungsfähigkeit körperlich. Aber die meisten möchten doch auch Gewicht reduzieren. Ja, aber wenn ich jetzt das anschaue, was fällt mir dann auf? Dann fällt mir sofort auf, dass der größte Erfolgsfaktor für den Einstieg in den Fitnessbereich, was die Gewichtsreduktion anbetrifft und die Leistungsfähigkeit auch, immer die Küche ist. Warum? Weil ich in der Woche 21 Mal die Möglichkeit habe, was besser oder schlechter zu machen, im Verhältnis zu 3-mal Sport. Genau deswegen sind ganz gewisse Parameter zu berücksichtigen. Ganz wichtig wäre, wenn man in die Ernährung einsteigt, sollte man sich angewöhnen, zu den gleichen Zeiten am Tag, ungefähr plus minus halbe Stunde, Stunde, zu essen, frühstücken, innerhalb von einer Stunde bis eineinhalb Stunden nach dem Aufstehen. Mittagessen, 4 bis 5 Stunden später. Abendessen, 4 bis 5 Stunden später. Nicht zu spät Abendessen. Regelmäßig essen zu regelmäßigen Zeiten hat nur Vorteile. Warum? Ganz einfach, der Körper reagiert darauf. Viele Menschen sagen zu mir, ja, ich kann nicht frühstücken. Da sage ich, ja klar kannst du nicht frühstücken, du hast es verlernt. Du hast keine Lust mehr zum Frühstücken, weil du morgens zu spät aufstehst, weil du abends zu spät ins Bett gegangen bist. Hast du morgens keinen Elan zu frühstücken?
So wird es umstrukturiert. Man frühstückt dann wieder 6-8 Wochen lang. Regelmäßig morgens um 6:30, 7:30. Was passiert? Ich gehe einmal ohne Frühstück aus dem Haus und stelle fest, um 7:30, 8:30, 9:00, 9:30 habe ich so einen dermaßenen Hunger, dass ich es fast nicht mehr aushalte. Ja, dann funktioniert der Körper. Davor war es so, da konnte ich ohne Frühstück aus dem Haus und irgendwann hat mich mein Körper um die Mittagszeit daran erinnert, dass ich was essen sollte. So einfach lässt sich der menschliche Organismus, der menschliche Stoffwechsel umprogrammieren, indem ich ihm eine Zeitvorgabe mache, indem ich eine Zeitstruktur gebe. Ganz einfache Sache. So, das nächste wäre, wenn wir regelmäßig gegessen haben, uns angewöhnt haben, dann sollten wir langsam anfangen, auch mal eben umzustrukturieren. Weg von zu viel industrialisierter Kost, weg von gesüßten Getränken, weg von zuckerhaltigen Getränken. All die Sachen, die eigentlich im Körper überhaupt nichts zu suchen haben, das heißt eigentlich, die haben im Körper nichts zu suchen. Der Körper braucht keinen Zucker in dem Sinn, der Körper braucht kein Zucker der Getränke mit irgendwelchen Zuckersachen, braucht er nicht. Das ist alles Luxus, kann man ja machen. Aber man sollte sich vorrangig an eine gesunde Ernährungsweise gewöhnen. So weit wie möglich art- und bedarfsgerecht. Das ist ein Wort, was ich nicht erfunden habe, aber das ist mir irgendwann eingefallen. Warum? Überlegt mal. Wir möchten natürlich am allerliebsten, dass unsere Tiere, die wir auch essen, so artgerecht wie möglich gehalten werden. Und was tun wir? Das, was wir tun, ist auch nicht artgerecht. Das, was wir essen, ist oftmals überhaupt nicht artgerecht. Das heißt nicht, dass wir uns alles verbieten sollen. Das heißt aber, dass wir gewisse Verhaltensmuster einhalten sollten. Wer zu oft süße Sachen isst, wer zu oft Fastfood isst, wer zu oft Weißmehlbrötchen isst, wer zu oft Mahlzeiten auslässt, der hat irgendwann früher oder später mal ein Problem. Sei es auf der Waage, sei es im Spiegel, sei es die Leistungsbereitschaft. Wir gehen jetzt auch mal weg vom Spiegel und gehen mal nur in den Bereich Leistungsbereitschaft, weil die meisten Menschen reden immer vom Spiegel. Wie über 50, da geht es nicht mehr nur um Spiegel, da geht es ja auch darum, wie leistungsfähig wir sind. Wie viel Power wir haben, körperlich und psychisch und geistig. Wie belastbar wir sind. Und dafür ist nur ein kleinerer Anteil der Sport daran beteiligt. Der größte Anteil ist auch hier die Ernährung. Und ihr wisst doch alle, wir wissen es doch im Endeffekt alle, was ist gut, was ist schlecht. Wir müssen uns nur eben an gewisse Regeln halten. Und wenn wir die Regeln einhalten, dann werden wir natürlich auch auf Dauer Erfolg haben. Sichtbar auf der Waage, sichtbar im Spiegel. Das Thema Ernährung ist für die meisten ein heikles Thema. Nicht, weil wir nicht wissen, was wir tun sollten. Daran liegt es ja gar nicht. Es ist ja wohl kein Problem zu wissen, dass eine Pizza nicht unbedingt gesund ist. Es ist wohl kein Problem zu wissen, dass Alkohol, das Bier, das Wein nicht unbedingt der Gesundheit förderlich hat nach einer gewissen Menge. Es ist ja auch nicht schwer zu wissen, dass man zu zuckerhaltig essen soll, zu viel Süßigkeiten, Kuchen. Das ist unregelmäßig, ist auch nicht gut. Das wissen doch die meisten, an dem scheitert es doch nicht. Das ist doch was ganz anderes. Wir müssen gegenüber der Ernährung unser Mindset ändern. Unser Verhältnis zur Ernährung. Und wenn wir das hinkriegen, dann ist auch kein Problem mehr. Wie ihr jetzt seht, ist natürlich das Thema Ernährung ein Riesenpaket. Da kann man sich stundenlang drüber unterhalten. Deswegen ist es jetzt heute mal der Einstieg gewesen zum Thema Ernährung over 50. Und jetzt kommt die Bitte an euch. Nur wenn ihr mitmacht, wenn ihr in der Lage seid, euch auch mal ein Video anzugucken, zu sagen, was ist jetzt für mich noch interessant, dann schreibt doch das mal unten in die Bemerkungen rein. Und zwar Damen und Herren, ich spreche Ladies und Männer an, über 50. Schreibt doch mal unten die Bemerkungen rein bei YouTube oder bei Facebook, was euch noch interessiert. Und dann gucke ich, nehme es auf meine To-Do-Liste und werde sicherlich die Themen, die sehr interessant sind, werde ich definitiv arbeiten. Das war's. Andreas Wienbacher, Personal aus Karlsruhe. Dein Ernährungsverhalten über 50, meine Aufgabe.